Ja, chill. Adonis, Bruder, bitte, ganz kurz, ich brauche eine Antwort von dir. Ganz kurz. Willst du ja öffentlich machen? Dann mach's doch Ganz öffentlich. kurz, ja, wir reden doch, aber ich möchte jetzt eine Antwort, damit du was verstehst, ja, damit du erstmal was verstehst. Hör. Adonis, Bruder, ganz kurz entstummen, Bruder. Okay. Du weißt, ich habe 2, 3 Monate lang eine Spendenaktion gemacht, beziehungsweise ich habe meine Lives gemacht und habe gesagt, alles, was reinkommt, wird gespendet, richtig? Der plant immer im Hintergrund, Geld zu machen. Und, am Ende macht er auch Geld. Und wo ist das ja, Problem? Aber der nutzt euch aus. Der nimmt euch für Live-Matches hops. Boah, was der? Ja, und? Der hat einen Coin. Junge, er hat Spenden veruntreut. Er hat Spenden veruntreut. Ja, Mann, stimmt. Er hat eine Spendenaktion aufgerufen und dieses ganze Geld selber in seine Tasche gesteckt. Okay, jetzt eine Frage an dich. Hast du dazu beigetragen, zu den Spenden? Nee, ich wollte erst, aber dann kam diese Geschichte mit Holly okay. und so. Und also, hast du ein Recht, darüber zu reden? Eigentlich nicht, nein. Dankeschön. Jakobus, hast du dazu beigetragen? Ja, du hast ein Recht, darüber zu reden. Ja? Joe, hast du dazu beigetragen? Hast du einen Cent da reingespendet? Dankeschön. Ich finde diese Frage unheimlich sehr interessant, Ahuno. Weißt du warum? Guck mal, hier geht es ja nicht mal um mich. Ich wurde doch, es geht hier um dich, denn du warst derjenige, der meine Frau angerufen hat. Okay? Ich wurde hier geht es um den Punkt, dass du über meine Familie etwas machen wolltest. Hör doch zu! Ich wurde doch wegen dir in eine Sache mit reingezogen. Kannst du dich noch erinnern? Warum stellst du dich in einen Stream? Warte doch! Warte doch, warum wurde ich doch von deinen Leuten oder von diesen Menschen in diese Sache mit reingezogen, wo ich dich mal gefragt habe, ach Hunde, stimmt das, dann stehe ich hinter dir. War das so oder war das nicht so? Es war so, guck mal, es streitet doch keiner ab, aber wenn du dich doch in eine Sache reinhängst, ich habe Überweisungsträger gezeigt, aber da das ja nicht reicht, habe ich Kontoauszüge gezeigt. Ja? Nein, du hast mir gar nichts gezeigt. Dir brauche ich auch nichts zeigen, du hast mit der Sache nichts zu tun. Aber ich wurde doch mit reingezogen. Und dann zieh dich da wieder raus. Sag doch, dass du damit nichts zu tun hast. Das kannst du doch eh am besten. Ich kann das am besten? Natürlich. Guck mal. Du hast mit dieser Geschichte nichts zu tun. Ich möchte von dir, ganz einfach, Adam, guck mal, hat der Joe dir Geld geschickt, was du mir weiterleiten solltest? Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Warum erzählst du den ganzen Leuten, dass ich dir Geld schulde? Was? Warum erzählst du? Adonis, hat er nicht gesagt, Joe hat mir 300, 500 Euro geschickt? Nein, das habe ich nie gesagt, das ist nicht wahr, Adonis. Lüg nicht. Guck mal, Joe, wir müssen bei der Wahrheit bleiben. Wir waren circa 6, 7 Leute. Okay, genau. Was habe ich gesagt? Ich sagte jetzt genau das, was ich gehört habe. 500 Euro haben. Joe, guck mal, ich bin ein Mensch. Ich bin kein Verräter oder so, aber ich bleibe bei der Wahrheit. Das werden auch die Leute bestätigen, die dabei waren. Es ging darum, es wurde gesagt, dass 300 Euro an Punisher gegangen sind, an die Kinder. Das will er nicht privat. Er will es ja öffentlich, damit jeder merkt, was er für ein guter Mensch ist. Ja, aber ich möchte diese Lügen ausschließen. Ich möchte bei der Wahrheit bleiben. Und es wurde gesagt, 300 Euro sind an Punisher gegangen, für die Kinder quasi. Tamam habe ich nicht wiederbekommen, Geschenk. Für die Kinder quasi, Tamam habe ich nicht wiederbekommen, Geschenk. Daraufhin sind nochmal. Habe ich auch nicht verlangt. Ich habe ja gesagt, ich schenke sie dir. Das habe ich gesagt. Okay, wie kannst du jemandem was schenken, was du nie gegeben hast? Warte doch mal, lass sie doch mal ausreden. Red doch. Und danach wurde gesagt, es sind nochmal 500 Euro an ihn gegangen. Dieses Geld habe ich nicht wiederbekommen. Ich will das Geld gerne wieder haben. Das habe ich nicht gesagt. Joe, dann stellst du mich jetzt gerade als Lügner dar. Dann zeig mir bitte. Aber dann hast du mich jetzt gerade als Lügner dargestellt. Wann habe ich das gesagt, Hauro, dass ich das... Joe, du hast das gesagt. Guck mal, du hast das wirklich gesagt. Er wollte, ich weiß doch, was ich sage. Er wollte nochmal 500. War noch jemand im Stream, Adonis? Ich weiß nicht, wann Sujo dazu kam. Mauro im Chat. Hat mich vielleicht eigentlich auch mitbekommen haben. Aber ich habe vom Geld, von dem, was er ihm geliehen hat, habe ich nichts mitbekommen. Dann bist du später reingekommen. Okay, wer ist der Nächste, bitte? Minerva war da, Maurus. Okay, wo ist die Minerva?
Dann Maurisch ist doch auch da. Hol den mal hoch, dann wirst du das mitbekommen. Also wie gesagt, ich weiß eigentlich, was meine Ohren mir sagen oder was ich höre. Aber Ahuna, ich weiß genau, was ich höre. Aber Joe, du hast mich jetzt, guck mal, du hast mich jetzt öffentlich als Lügner gesagt. Nein, Ahuna, das stimmt nicht. Das stimmt nicht, Ahuna, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich weiß genau, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, ich habe ihm 300 Euro überwiesen. Genau, und ich habe nie von den 500, weil er kam wieder nach irgendwann einer Woche oder zwei oder drei, keine Ahnung, und wollte nochmal 500. Dann beweise es doch. Habe ich doch gesagt? Nein, habe ich nicht gemacht. Beweise es doch einfach. Sag mal, habe ich das gesagt oder habe ich nicht gerade gesagt? Ja, aber, wenn du ihn das nicht geschickt hast, wieso sagst du dann im Stream, ich will die wieder haben? Das hätte keinen Sinn. In welchem Stream habe ich das gesagt? In diesem Telegram-Telefonat. Habe ich gesagt, das ist keinen Sinn. Wenn du jemandem nichts geschickt hast, kannst du es ja nicht wieder fordern. Du hast sogar selbst mir eine Nachricht geschrieben auf WhatsApp. Ja, das kann Adam bestätigen. Moment. In dieser WhatsApp-Nachricht steht, nachdem du diesen Sieg hast, ja, direkt nach diesem Match. Ich weiß nicht, warum dir dieses Match nicht runtergegangen ist. Verstehe ich nicht. Ja, hey, das ist nur TikTok, Leute. Was ist los mit euch? Wir haben keine Millionen gemacht. Ja? Hast du gesagt, nach deinem Sieg kannst du mir dieses Geld am besten wieder so zurücküberweisen, wie du es erhalten hast? Dann habe ich zu dir gesagt, ja, Joe, von welchem Geld redest du, was nie bei Adam angekommen ist? Das ist jetzt eine Sache zwischen Adam und mir. Hör zu. Das ist eine Sache zwischen Adam und mir. Ja, ob er sein Geld hat, nicht hat. Es geht dich im Endeffekt erstmal in erster Linie gar nichts an. Warum? Weil du hast nichts dazu beigetragen. Ich sage nochmal, man macht seinen Mund nicht auf mit Sachen, die man nicht zu tun hat. Und guck mal, du stellst jetzt den Bruder Adonis auch als Lügner hin? Ja, weiter. Ja? Geh weiter, komm. Du stellst ihn als Lügner hin? Hast du sehr komische Sache hast für mich. Ja? Hast du noch so. Mehr? Was? Natürlich haben wir das. Guck mal, jetzt haben wir das auch geklärt. Da hast du auch wieder gelogen. Ja? Erzählst den Leuten angeblich, ich würde dir Geld schulden, obwohl das gar nicht stimmt. Ja? Das stimmt nicht, mein Lieber. Akzeptier das. Tut mir leid, du kriegst von mir nicht. So, ja, kommen wir mal auf den zweiten Punkt. Was hast du denn über Schwester Minerva gesagt? Was hast du gesagt? Ich würde von ihr irgendwelche Bilder verlangen. Das habe ich von Komal bekommen. Und weiter. Nee, Komal hat etwas ganz anderes gesagt. Was hat er denn gesagt? Ja? Komal hat dir gestern noch erklärt, dass das nicht stimmt, ja? Was du da hinstellst und du wurdest sogar sehr sauer, warum auf einmal, ja, für dich diese Geschichte nicht mehr steht. Und schon alleine die Intention, guck mal, die Intention, dass du versuchst damit bei meiner Frau irgendwas, in die Brüche zu bringen. Du sagst, Panischer wollte Bilder von einer anderen Frau von unten haben. Oh, ich habe zwei Kinder und ich bin sehr glücklich damit. Ja? Also, nicht die anderen Männer, die den ganzen Tag anderen Frauen hinterherrennen. Karin. Wollen wir uns mal treffen? Ja. Du, Karin. Wollen wir uns mal treffen? Ja, ich hatte die Technik keine Worte genommen. Mir seinen Scheiß geschickt hat, ne, dann hat er mich halt, wie gesagt, nochmal erpresst und gesagt, wehe, du sagst es irgendjemandem oder so. Ich hatte dann wieder gesagt, bekommst du bald Besuch und dann wird man dich entführen und alles. Lack, denkst du, meine Frau hat nicht Zugriff auf mein Handy? Denkst du, ich wusste nicht, dass du in diesem Gespräch bist? Denkst du, ich habe dich nicht von Anfang an gefüttert? Ja? Meint ihr, ich habe euch nicht von Anfang an gefüttert? Auch zusammenschlägst. Dass sie von dir abbauen will. Aha. Dass sie der Melo erzählt. Okay, hier, bitteschön, redet selber mit meiner Frau. Adonis hat schon mit meiner Frau geredet. Jakobus, Adam, Abu Sujuk, Marouch, alle haben schon mit meiner Frau geredet. Meine Frau ist hier, ich gebe ihr mal das Wort. Bitteschön. Bitteschön. Merkst du eigentlich noch was? Bitteschön. Merkst du eigentlich noch was, Panischer? Bitteschön. Meine Frau hat es der Melo erzählt. Sie hat mir Anzeigen geschickt. Erzähl mal, bitte. Zeig mir die Anzeige. Ich füttere euch. Mit was? Mit welchen Namen? Was für eine Anzeige? Was für Anzeige? Welche Namen? Erzähl mal. Deine Frau hat sie der Melo geschickt, nicht ich. Nein. Frau. Ja, und von wem wurde Melo geschickt? Von wem wurde Melo geschickt? Deine Frau hat sie ihr geschickt. Okay, meine Frau ist hier. Bitte schön. Sag mal, Joe. Melo, komm hoch. So, meine Frau ist hier. Braucht nicht hochkommen. Ja, sie hat mir Schreiben geschickt bekommen. Wie viel habt ihr denn davon gelesen?
Ja, genau. Wie viel habt ihr denn bezogen? Hast du das nicht gesagt? Glaub, hol mal bitte Mello hoch. Hast du nicht gesagt? Perfekt türkisch. Sie soll doch alles übersetzen. Hast du nicht gesagt, du willst fliehen? Hast du nicht gesagt, du willst fliehen? Hast du das nie gesagt? Hast du das nicht gesagt? Warte mal. Wer von euch, hat die ganze Zeit gemeint, du musst aus der Türkei raus, du musst da raus, du musst da raus. Du hast doch gesagt, du bist in Gefahr. Du bist ein Mensch, ja, ein Mensch, der die ganze Zeit sagt, ich bin so gut wie nie erreichbar. Ist auf einmal erreichbar, glaubt ihr nicht im Ernst, dass wenn ihr irgendwie... Also guck mal, warte mal, Joe, warte mal. Nein, ganz kurz, du bist ein Lügner. Joe, warte mal, wir machen das mal jetzt ganz einfach. Nein, guck mal. Der Geist, oder wer da ist, der hat gesagt, der will meinen Kopf zertreten. Ja. Das will ich haben. Ich will diesen Typ haben. Egal wo der, auch wenn er in der Türkei ist. Ich habe meine Leute. Ich lasse mir meinen Kopf von solchen Leuten mit die dreckigen Füßen nicht zertreten. Brüder, was ist denn los? Also das ist schon eine Drohung, Gottes Fackelträger. Das ist nicht nur eine Drohung, die ich auch wahr mache. Ich komme aus einem anderen Milieu. Ich bin kein Wischiwaschi und ohne ist der ja. Und für das Wort werde ich dich zur Rechenschaft ziehen. Und da wirst du mal zeigen, wie du mein Kopf zertreten. Geist, bist hier. Keine Sorge, ich bin hier. Du willst mich haben? Lecker, du bist ein kleiner Penner. Und wenn ich dich... Such dein Ticket nach Südamerika. Ich hol dich persönlich ab. Ey. Yalla. Seid ihr beide ruhig, bitte beide ruhig. Ich probiere euch zu beruhigen. Ich werde für dich die Abung Beshmayo beten, auf der Sprache des Herrn, damit für die Worte, die du gerade gesagt hast, dir vergeben wird, Bruder. Kein Problem. Guck mal, in der Sprache des Herrn, in der Sprache des Herrn würde man jetzt ganz liebevoll sagen, Gdoashno al-Qar'uchu al-Qar'atha wa Treleluch. Amin. Die Person ist doch hier. Du willst ihr jetzt auch etwas in den Mund legen, so wie gerade Adonis als Lügner hinstellen, ja? Und andere Leute auch. Denkst du, guck mal, Mello ist ein Mensch. Sie hat noch in den Stream reingeschrieben, ich bin fast nie auf WhatsApp. Das dauert immer, bis ich antworte. Aber nachdem Mello Beef hatte... Moment, lass mich mal ausreden. Moment, lass mich ausreden. Wenn du... Du bist noch gar nicht dran. Gewöhnt euch eine Sache an. Ihr seid bei mir im Stream, ja? Ich rede und wenn ich erlaube zu reden... Es geht gerade hier um mich, oder? Nicht daran. Ja? Nein, gewöhn du dich daran. Ja? Ich lass dich gleich reden. Du beide so jetzt. Sehr, ihr lügt beide so krass. Ich habe hier wirklich keine Intention zu lügen. Ich habe Screenshots. Deine Frau ist am 9. Februar auf mich zugekommen auf WhatsApp. Okay. Nicht ich auf sie. Ja, sie ist auf mich zugekommen. Dann zeig mal warum. Mello, sie hat mit mir erstmal über Gott und die Welt gesprochen vom 9. Februar. Zeig mal warum. Du nicht, dass Ratten stinken? Sag mal, geht's noch bei dir? Ich hab hier keinen Grund zu lügen. Ich habe aus guter Intention auf einmal schreibst du. Merkt ihr eigentlich, Leute, was das für eine Merkt ihr gerade, was hier abgeht? Sie ist vor 9. Februar. Ihr seid solche Narzissten, ihr zwei. Wirklich. Du bist so eine Lügnerin, Schwester Aileen. Ich habe Screenshots, wo du am 9. Februar angeschrieben hast. Und du hast über Sonnenstürme und Vater und Gott und die Welt geredet. Und jetzt sagst du zu mir, sag Panischer, ich bin auf dich zugegangen. Sag mal, tickt's noch bei euch? Du hast mit mir Kontakt gesucht, ja? Wir haben Ich habe Beweise, wo du am 9. Februar mich zu Ost angeschrieben hast. Wir haben beide gestunken ohne Ende. Glaubst du nicht? Ihr seid so schlimm. Lass mal hier rausgehen. Ja, das ist eigentlich normal. Das ist so falsch. Ich habe eigentlich mit Joe eine wichtige Sache zu klären. Komm mal hoch. Ihr seid falsch ohne Ende. Wir sind falsch. Also Adonis ist ein Lügner. Ich bin ein Lügner. Meine Frau ist ein Lügner. Alle sind Lügner, aber ihr seid die Richtigen. Hat euch das denn so extrem gejuckt, dass Hope in meinen Kommentaren war? War das das Problem, was bei euch so richtig reingegangen ist? Oder was war das? Rede du weiter wegen deiner Binger. Mach erst mal fertig. So, es geht ja ganz einfach, ich werde diese Sache definitiv nicht durchgehen. Ja, du hast die Möglichkeit, morgen selber zur Polizei zu gehen, Joe, mich entweder anzuzeigen, ja, mit dieser Aufnahme. Ich würde ja angeblich meine Frau, ich
sonst irgendwas machen, die Kinder sind in Gefahr, Kindeswohl, alles Mögliche. Entweder machst du das oder ich werde dich, ja, beziehungsweise meine Frau wird das machen, weil ich bin kein Mensch, der zur Polizei geht. Meine Frau wird das machen, sie wird dich anzeigen wegen illegaler Aufnahme in erster Linie, ja. Und alles Weitere wird dann so stattfinden, dass ich freiwillig mein Handy, ja, bei der Polizei abliefern werde mit sämtlichen Screenshots. Und du weißt, wovon ich rede, mein Lieber. Du weißt, wovon ich rede. Mehr sage ich nicht mehr dazu und somit ist das Thema von meiner Seite aus komplett zu. Ach so, nee, Sibum, ganz kurz. Er ist gekommen und hat gesagt, ich bin dein Cousin von weiter Ecke und sonst was, ja? Ich habe mit diesem Menschen nichts zu tun. Ich weiß noch nicht mal, woher der gekommen ist. Und ich will mit diesem Menschen auch nichts zu tun haben. Okay? Ich will damit auch nichts zu tun haben. Assyrien, Bruder, es hätte privat sein können. Er hat aber gestern oder vorgestern einen öffentlichen Stream gemacht. Und ich bin ein Mensch, wenn etwas öffentlich getragen wird, ja, dann bringe ich das auch öffentlich zu Ende. Denn es kann nicht sein, dass man andere Leute anschreibt, Scheiße labert im Hintergrund, ja, und dann noch öffentlich einen Stream macht und dann soll ich aber so schlau sein und das privat machen und meinen Ruf trotzdem so beschissen stehen lassen, ja. Ich möchte auch, dass jeder, der ein Problem hat mit dieser Spendengeschichte, geht zur Polizei und zeigt mich bitte an, ja. Zeigt mich bitte diesbezüglich auch an und dann gucken wir mal, wer recht hat und wer nicht recht hat. Tamam? Was anderes erwarte ich von euch nicht mehr und ich werde mit sehr, sehr vielen Leuten sowieso hier auf TikTok nicht mehr irgendwie streamen, machen, tun. Ganz wenige Leute werden das sein. Ja, Mann, stimmt. Er hat eine Spendenaktion aufgerufen und dieses ganze Geld selber in seine Tasche gesteckt. Ja, und das hat mir aber auch gezeigt, um ehrlich zu sein, ich bin sogar Joe auf einer anderen Art und Weise sogar dankbar, denn das hat mir gezeigt, ja, wo die Ratten sind. Ganz einfach, es hat mir gezeigt, wer eine Ratte ist, ja, und wer wahrhaftig ist. Es geht nicht darum, dass jemand zu mir hält oder zu ihm hält. Es geht darum, die Leute, die einfach ganz gerade geredet haben, ja, ganz gerade geredet haben, entweder auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, hör zu, das steht im Raum, wie sieht's aus, ich möchte das anhören, kannst du das belegen? So, und dann gibt es aber Leute, die direkt verurteilt haben. Ja, gehen wir davon aus, das wäre so gewesen. Dann hat Panischer euch alle gefickt und keiner von euch kann was machen. TikTok sportlich. So. Haben Gott gespielt. Keiner urteilt außer Gott, meine Lieben. Und jeder von uns hat irgendwo eine Sünde und jeder von uns hat irgendwo Fehler. Und ich möchte keine Fehler von irgendwelchen Leuten aufzählen oder Sünden, denn das steht mir nicht zu. Ich sagte, ich bin der Merkel. Ja, Scheitan. Alles, was ihr heute tut, Schlechtes, müsst ihr mit Gott vereinbaren. Alles, was ich tue Schlechtes, muss ich mit Gott vereinbaren. Ja? Und das, was wir Gutes tun, müssen wir auch mit Gott vereinbaren. Es steht keinem zu, über etwas zu richten. Aber er hat ein Spiel angefangen und das Spiel hat für mich angefangen, als sie am Telefon mit meiner Frau war. Alles andere wäre für mich akzeptabel. Ich hätte niemals was dazu gesagt. Ihr wisst auch alle, ich habe nichts öffentlich dazu gesagt, bis auf heute. Ja? Heute Mittag habe ich das erste Mal kurz darüber geredet. Ja, ansonsten habe ich öffentlich nichts gesagt. Und ich hätte auch öffentlich nichts, ich hätte gar nicht darauf geantwortet. Anisha, ich wollte ganz kurz noch was. Während meine Familie geht, was dazu sagen, ja? Bitte. Hör, ich sag mal eine, jeder vernünftige Mensch, ja, der zwischen einer Front steht, zwischen zwei Leuten, sage ich mal, und eine Front kommt auf diese Person zu und sagt was. Jeder vernünftige Mensch geht zu der anderen Seite und erkundigt sich, ob das auch wirklich wahr ist und verurteilt nicht direkt und nichts anderes habe ich getan. Ich bin zu dir gekommen, beziehungsweise du hast mich angesprochen. Wir haben dann ein Telefonat, beziehungsweise erstmal über Telegram oder WhatsApp geschrieben. Dann haben wir telefoniert und ich habe dir keine einzige Information gegeben. Ich habe dir gesagt, Panischer, hör, es gibt einige Sachen, du hast das wahrscheinlich gemerkt. Einige Leute haben dich eventuell blockiert oder reden nicht mehr mit dir. Du hast ja gesagt. Und da habe ich dir gesagt, Panischer, hör, ich bin ein Mensch, ich verurteile niemanden, ich möchte aber gerne die Wahrheit von dir hören. Ja, erzähl mir bitte irgendwelche Dinge, wo du jetzt zum Beispiel irgendwas gemacht hast oder nicht getan hast. Du wusstest natürlich nicht direkt, um was es geht. Dann habe ich dir natürlich Stichpunkte gegeben, wo du mir dann daraufhin geantwortet hast, es war so und so. Dann haben wir langsam die Punkte abgearbeitet. Ich habe dir nie irgendetwas über deine Frau gesagt, erst 24 Stunden später. Ist richtig oder nicht? 24 Stunden später habe ich dir... Richtig, genau. Aber ich muss dich halt enttäuschen. Ich wusste schon vorher,
einige Dinge, ja, auch solche Sachen wusste ich, Adonis. Du hast es ja auch gemerkt, indem ich dir ja die Fragen gestellt habe. Ja, ja? Adam ist zum Beispiel jetzt ein Mensch, ich habe es ihm auch nicht von Anfang an gesagt, ja. Ich habe es ihm aber, sage ich mal, dann so kurz vor knackig gesagt, dass auch diese Telefonate und diese Sachen, was die da geführt haben, ja, die zu dritt mit meiner Frau dann, dass das also von uns auch so in dem Sinne gewollt war, ja. Weil ich wollte sie füttern. Ich wollte wissen, wie weit gehen die. Warum geht man überhaupt diesen Schritt? Verstehst du? Warum geht man überhaupt diesen Schritt? Dann hat mir darüber gesprochen gehabt, um dieses Geldleihen, dies, das. Ich meine, ich weiß, was ich höre. Ich war nicht alleine. Meine Frau saß auch da. Ich kann das bestätigen. Es wurde darüber gesprochen. Ich habe gesagt, okay, Tamam, ich habe dich darauf angesprochen und du hast mir eine ganz andere Story erzählt, wie ich in diesem Telegram-Anruf mitbekommen habe. Und da war mit involviert Aram. Und da habe ich dir doch gesagt, okay, ich möchte gerne mit Aram sprechen, ohne dass du irgendwie was vorher von Aram gesagt hast. Das heißt, ihr habt nicht irgendwie was bereden können oder so, weil du hast direkt Aram eingeladen und Aram ist auch direkt reingekommen. Das war so um 1 oder 2 Uhr, glaube ich, wo wir gesagt haben, ist Aram noch wach. Und er ist, genau. Ich habe direkt Aram gefragt, Aram, erzähl mir bitte, und das Panischer, erzähl mir bitte, was Sache ist. Und Aram hat mir das bestätigt, was du mir gesagt hast und nicht das, was Joe mir gesagt hat. Dementsprechend habe ich mir gedacht, warum, hört zu, Leute, ihr seid jetzt hier 93 Leute, warum, wenn man die Wahrheit erzählen möchte über jemanden, warum fängt man mit einer Lüge an? Dann ist für mich schon mal das Kartenhaus zusammengebrochen, weil das funktioniert nicht. Und daraufhin habe ich dir dann natürlich auch das mit deiner Frau gesagt, weil ich finde das absolut, das gehört sich nicht. Und es war am Anfang zwar privat, aber wenn man 8, 9 Leute mit reinzieht oder einen Stream startet, ist das nicht mehr privat, dann ist es öffentlich. Dann muss man auch öffentlich das klären können. Wenn man sich öffentlich darstellt, dann stellt man das auch öffentlich wieder klar. Ganz einfach. Und nicht privat. Weil es kann nicht sein, dass eine Seite öffentlich macht und die andere Seite soll das privat klären. Darf ich auch mal was sagen? Ja, natürlich. Natürlich, du darfst gerne was zu dem Gespräch mit Minerva sagen, ja, da sie ja gerade nicht da ist, du warst aber in dem Telefonat dabei. Erzähl mal, ob ich nach einem Bild verlangt habe oder sie mir einfach ein Bild von sich, vom Gesicht schickt, damit ich weiß, ich gehe auf alle Punkte ein. Ich gehe erstmal auf den Punkt ein, dass ich im Stream eingeladen worden bin. Da wurden Sachen gesagt, da habe ich auch das, was ich jetzt auch immer wieder sage, das sage ich jetzt auch nochmal als Christ. Ich habe es auch da gesagt, ich werde mich objektiv verhalten, werde mir beide Seiten anhören. Ja, so, weil jeder und auch, wenn der Panischer Geld löscht, oder auch nicht, wir sind alle Sünder, erstmal was. Ein Urteil, ihn verurteilt, ihn heil abschütteln, sowas will ich nicht machen. So, das andere Ding ist aber auch, was ich auch wieder angesprochen habe, ist, wenn man sowas hat, vor allem, wenn es um die Familie geht, wir wissen auch, dass es biblisch ist, dass man die Familie nicht so angehen sollte. Falls auch so ist, dann würde ich als normaler Christ sagen, okay, 2, 3 Leute, wir ziehen die zur Seite, zu dritt und versuchen dann der Schwester, wenn sie echt in Gefahr ist, zu helfen. So, unabhängig von der Schwester. Die Schwester und der Bruder können sich gegenseitig die Zähne einkloppen, TikTok sportlich. Dann sind noch 2 Kinder da, die man auch schützen muss. Und da kann man nicht dahergehen und hier und da mit 7, 8 Leuten darüber reden. Macht man nicht. Aber wiederum zu der Spendengeschichte habe ich gesagt, das habe ich auch zu ihm gesagt, ich möchte, dass du das und das machst. Ich will das für mich kontrollieren, weil ich selber im Ehrenamt arbeite. Ich werde es kontrollieren. Und du willst aber nicht öffentlich machen. Aber ich will es für mich kontrollieren. So, das habe ich schon mal gesagt. Und was habe ich dir dazu gesagt, Abu Sujuk? Du hast gesagt, für mich gibst du mir das, für uns in unserem eigenen Kreis gibst du das, dass wir das kontrollieren können. Aber du willst es nicht öffentlich machen, weil es dir egal ist. Weil du für dich selber weißt, was richtig ist und was falsch ist. So, das andere Thema zu Schwester Minerva, ich habe mit der gesprochen, ich habe auch mit dir gesprochen, Panisch, das weißt du, und ich habe gesagt, die Schwester hat ein Foto geschickt und hast du so Scherze gemacht. So, und sie wusste auch, dass es ein Scherz war, aber ich habe trotzdem, was habe ich zu dir gesagt? Das gehört sich nicht. Das habe ich der Schwester genauso gesagt. Auch wenn das Spaß ist, dies, das gehört sich nicht. Warte, die Scherze haben im Stream stattgefunden, meine Lieber. Ja, auch. Die finden immer im Stream statt. Ja, genauso wie mein Video Suche Sugar Mama. Ja, wenn die Leute das ernst nehmen, guck mal, wenn die Leute sowas ernst nehmen, hey, wir sind auf TikTok, ja. Ich habe halt einen bisschen ausgeflippteren Content, seitdem ich küsse dein Herz, Big Mike, du weißt, was ich suche. Du weißt, dass ich vorher Debatten gemacht habe, dass ich... vorher über Religion geredet habe. Was denkt ihr, warum ich nicht mehr in diese Streams reinkomme oder warum ich nicht mehr über Religion rede? Weil ich kann das nicht vereinbaren, eine Sache zu machen, die nicht ganz nach meinem Glauben ist, ja, zu 100%, ja, und dann im gleichen Atemzug über Gott zu reden. Geht nicht. Ja, aber guck mal, zum Beispiel, okay, dann im nächsten Atemzug, mir wäre alles geklärt, wo ich aus diesem Gespräch rausgegangen bin,
habe ich mich dir gegenüber Panischer ganz normal verhalten, als wäre nichts gewesen. Richtig oder falsch? 100%. So, warum habe ich das gemacht, Panischer? Weil ich dich toll finde? Nein, du hast dich ganz normal so verhalten, wie man sich verhalten muss. Ja, man hört sich erstmal beide Seiten an und richtig. Vor allem, egal wie es ist, man darf ja gar nicht verurteilen oder urteilen. Ja, nur das Ding ist, guck mal, warum bin ich hinter dieser Sache? Ihr wisst ganz genau, ich hätte keinen Stream gegeben. Ja, ich hätte keinen Stream gemacht, das wisst ihr alle. Ja, ich hätte keinen Stream gemacht, aber es wurde ein öffentlicher Stream gemacht und es wurde über meine Familie auch geredet im Hintergrund. Es wurden Sachen gesagt, ja, ich würde meine Frau arbeiten schicken, aber mit ganz anderen Worten wurde das gesagt, ja. Das sind Sachen, die gehen nicht runter. Und dafür, ja, dafür wird definitiv bezahlt. Definitiv. Ja, deswegen fütter ich diese Menschen mit allem, was geht, ja. Sie sollen, guck mal, es tut mir wirklich leid für euch, ja. Dass sie so gefüttert worden sind. Aber ich habe auch damit sehr viele Ratten aussortieren können. Ja, guck mal, wie zum Beispiel in dieser Telegram-Gruppe. Was hat eine Jess da drinne verloren? Was habe ich jemals mit einer Jess Negatives zu tun gehabt? Ganz im Gegenteil. Sie hat bei mir Hilfe gesucht. Ja, ich war in einem Call mit ihr drinne und habe gesagt, okay, wenn da irgendwas ist, ich kann dir helfen. Aber stattdessen gehen dann die Leute und reden über mich an alle, egal ob Christ, Atheist, Moslem oder irgendwas. Ich habe meinen engen Kreis mittlerweile. Ja, ich habe meinen engen Kreis, der besteht aus ein paar Leuten, die für mich gerade sind. Ja, die für mich, mit denen ich auch privat Kontakt habe, die gerade sind. Alle anderen, ja, die hier reinkommen, ihr zählt als Community. Ich habe euch auch alle lieb, ja. Aber erwartet in Zukunft bitte von mir privat erstmal gar nichts mehr. Außer diese engen Leute, mit denen ich zu tun habe. Er hat Spenden veruntreut. Ja, Mann, stimmt. Er hat eine Spendenaktion aufgerufen und dieses ganze Geld selber in seine Tasche gesteckt. Aber der zweite Punkt, Leute, warum hakt ihr denn bei mir die ganze Zeit auf diese Spendensache rum? Ich erinnere euch mal an etwas. Ich werde auch diese Videos demnächst hochladen, ja? Denn diese gibt es auch. Warum geht ihr nicht alle zu Flex und fragt ihn, wo das Geld hin ist? Ja, denn diese gibt es auch. Warum geht ihr nicht alle zu Flex und fragt ihn, wo das Geld hin ist? Denn er hat zum gleichen Zeitpunkt wie ich gesagt, alles, was wir auf TikTok einnehmen, werden wir an ein Kinderhospiz spenden. Ja, und wie gesagt, ich verspreche euch, ich werde diese Videos hochladen und dann erwarte ich von euch super tollen, loyalen bzw. aufrichtigen Menschen und Christen, ja, dass ihr zu Flex geht und ihn mal hinterfragt, wo das Geld hin ist, ob er das gespendet hat oder was damit passiert ist. Okay? Guck mal, und das habe ich jetzt auch nur gesagt, weil der liebe Flex ist derjenige, der das losgetreten hat mit den Spenden. Ich habe private Nachrichten gesehen, ja. Ich habe private Screenshots bekommen von Leuten. Selbst ein Moslem hat sie mir übertragen, ja? Nichts gegen Muslime da draußen, kein Shitstorm, Leute. Aber ein Moslem hat sie mir gebracht und hat mir gezeigt, was Flex im Hintergrund für Intrigen macht und schmiedet. Okay? Sondern Kontoauszüge. Und das haben hier sämtliche Geschwister auch gestern nochmal, ja, habe ich extra meinen Laptop angemacht und die haben das auch nochmal gesehen. Ist so. Spenden oder was? Ja, es geht schon wieder darum. Es wird immer wieder darum gehen, ja. Gibt's also ich scheiße ja wirklich da drauf, langweiler Bruder, aber was soll ich sagen, weißt du? Und das mit den Spenden und so, wie gesagt, war mir egal. Mir geht es darum, wir haben, weißt du, mir ging es jetzt einfach nur darum, dass wir ganz klar sehen, hier werden Intrigen im Hintergrund gemacht, werden Leute angeschrieben. Guck mal, selbst der Bruder Urban schreibt mir auf Telegram, ja, und andere Leute werden gestummt. Stummt ihn sofort wieder. Selbst Bruder Urban hat mir auf Telegram geschrieben, dass er von Joe oder sonst wen da von dieser Clique angeschrieben worden ist, um gegen mich zu hetzen, ja. Der Bruder Urban ist gerade, ist cool, ja, er lässt sich auf so Sachen nicht ein, er hält sich sowieso aus jedem Stress raus, ja. Ich bin halt nur enttäuscht von den Leuten, die auch immer wieder so tun, als wenn sie gerade wären oder Geschwister wären, aber im Hintergrund in irgendwelche Telegram-Gruppen gehen und über andere Leute dann abrotzen, lästern und einfach auf Lügen basieren. Verstehst du? Und das heißt, geht mal gar nicht.
Das geht einfach mal gar nicht. Und zwar eine Sache ist sehr, sehr wichtig. Das darf man nicht vergessen, auch immer im Hinterkopf behalten. Leute, wenn man versucht, irgendwie die Wahrheit zu sagen, selbst wenn man sich belastet, ich habe das selber getan, ich habe vor Panischer mich selber belastet. Ich habe gesagt, Jungs, wenn jemand seine Frau schlägt oder irgendetwas anderes oder irgendwie was seiner Frau antut oder so, ne? Und wenn das einer meiner Frau antun würde, ich wäre der Erste, ich habe das gesagt im Stream, ich wäre der Erste, der ein Ticket gezogen hätte, wäre nach Türkei oder nach Zypern oder wer weiß wo, der Geier, wäre ich hingeflogen und mir